wir sind jetzt hier am Big Firth Stand. Big Firth Stand, so heißt das Ding. Immer noch Musikmesse 2015. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, was es so bei den Stöcken, Besen und so weiter auch an Neuigkeiten gibt. Und wie man sehen kann, kleine Goodies gibt es ja hier auch immer. Den stecke ich mir gleich mal ein. Und gib das Mikrofon einfach mal weiter. Kurz vorstellen und erzählen, was es so Neues gibt, wäre super. Also mein Name ist Frank von Big Firth in Deutschland und ich zeige euch jetzt die Neuigkeiten für 2015. Das ist einmal aus der American Classic Serie, der 5B und der 5A. Barrel Tip, das heißt, sie haben einen neuen Kopf bekommen. Es gibt natürlich auch noch die alten Modelle, aber der Kopf hier ist fassförmig bei beiden Modellen und erzeugt einen bisschen volleren Ton auf Becken und auf den Drums. Ansonsten sind die Sticks genau baugleich mit den normalen 5A und 5B, die man so kennt. Das ist ein neues Modell, das sind die Steve Smith Talavan Sleds. Das ist von der Lautstärke her liegen die zwischen einem Drumstick und den Roots von Big Firth. Das sind vier Bambusblättchen, die sind um einen Schaumkern gewickelt. Und man hat hier oben so einen Gummiring drum gemacht, mit dem man noch etwas verstellen kann, wie weit das hier vorne aufgehen darf und kann damit noch den Sound verändern. Hier unten ist so ein PVC-Griff dran für besseren Grip und ja. Schöne Neuheit, hat glaube ich sonst auch noch keiner auf dem Markt. Auch neu entwickelt von Big Firth zusammen mit Florian Alexandru Zorn, der ist Besenspezialist, sind die Split Brushes. Die sind einziehbar bzw. ausfahrbar. Ich mache das gerade mal so mit einer Hand. Und das Besondere an diesen Besen ist, dass sie zwei verschieden lange Reihen Drähte haben. Ich lege die hier mal so auf den Tisch, dann kann man das besser sehen. Es gibt eine vordere und eine hintere Reihe. Der Besensound ist sehr weich damit und voll. Sind relativ leise, die Besen. Was man immer gebrauchen kann, sind Universal Practice Tips. Wenn man gerade mal sein Big Firth Practice Pad vergessen hat, dann kann man die auf fast jedes Stockmodell bis natürlich auf Marching Sticks vorne auf die Spitze stecken und auf jedem Untergrund üben. Fast lautlos, also fast lautlos. Und für die Drummer, die gerne mal Blasen bekommen oder die härtere Gangart spielen, gibt es neue Drummer Gloves von Big Firth. Die sind aus Kunstleder gemacht, bis hier auf den Finger. Das ist, ich glaube, Ziegenleder, also irgendwas ganz Feines. Die sind auch hier ventiliert, oben und unten für die Handfläche und vermitteln ein relativ direktes und sicheres Spielgefühl dem Drummer. Und die letzte Neuheit ist für die Marching Freaks unter euch. Das ist der Vicky 2, ein Stimmschlüssel mit enormem Hebel für Marching Drums, die halt sehr hart gespannt werden. Mit den längeren Hebeln fällt einem das leichter. Es ist noch ein Karabinerhaken dran, dass man das Ding immer, was weiß ich, an die Hose sonst wo anbringen kann und es nicht verliert. Das war's von den Neuheiten von Big Firth 2015. Ich gebe zurück ins Sportstudio. Ja, also man merkt, das Rad wird doch ab und zu mal neu erfunden. Immer wieder schön, dass sich da immer was tut und wir schauen dann mal weiter. Ciao, ciao!